Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Und es geht weiter. Da, wo wir letzte Woche Montag aufgehört haben, machen wir heute weiter. Ich hoffe, ich bin nicht gemutet. Nein, bin ich nicht. Wow. Ja, schön, dass ihr schon alle so zahlreich da seid. Warte mal, wen haben wir denn da schon? Hallo Costa. Danke Silvio für deinen Look. Hallo Shadow Abi. Und ja. Hallo Flop. Schön, dass du da seid. Und natürlich hallo an alle anderen, die sich auch bisher hier eingefunden haben. Ja. Crime Mail. Mail Nummer 2. Ist heute hier am Start und das alles nach dem Intro. Jawohl, das hat gut geklappt, diesmal sogar von Anfang an das richtige Intro. Wir werden immer besser, wir grooven uns wieder ein. Na, für alle, die sich jetzt wundern, Crime Mail, hä, wieso Mail? Es hat sich ja da ein bisschen was geändert. Der Homunculus Verlag ist von Crime Letters, also von Briefen, auf Mails umgestiegen. Letzte Woche hatten wir die erste Mail, also die erste Mail überhaupt, also quasi den Neustart. Und ja, wir wollen heute weiterziehen und ja, für alle, die das Format kennen, dürfte klar sein, dass da noch jemand fehlt, oder? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo Jack. Ich bin Hallo auch Engelchen. Da. Schön, kann man dass mich ihr da gut seid. Hören? Ich gehe davon aus. Ich kann dich hören. Ja, dann hört man mich auch. Dann stimmt das, dann stimmt das doch. Ja, wunderbar. Guck mal, Team ist vollständig. Ich hoffe, ihr habt auch Bock mitzurätseln. Guck mal, dann gehen wir doch direkt mal rüber. So, guckt mal, da ist unsere schnieke neue Zentrale. Ja, das sieht doch noch was aus. Ja, ne? Das ist richtig toll. Der aktuelle Fall heißt das verfluchte Erbe. Ja, so verflucht, wie das auch ist. So, und wir haben guten Abend, Iceman, schön, dass du da bist. Gesell dich doch dazu. Wir haben von unserer Mandantin einen neuen Brief bekommen. Ach, mein Gott, nein, immer noch. Neue Mail erhalten. Eine neue Meal. Ein Happy Meal. Ja. Ein Happy Meal. Ein Happy wir Meal haben ein erhalten. Happy Meal erhalten. Wir haben ein Happy Meal erhalten. Nein, wir haben eine neue Mail erhalten. Ja. Soll ich dann mal lesen? Ah, ich wollte gerade die heilige Frage stellen, wer Jack ist nämlich gerade aufgestanden, der macht eben den Tütchen.
Gut, gut. Liebe Detektei Botwey, Sie meinen also, dass es einen Schatz im Haus zu holen gibt, auf den die unsichtbare Botschaft meines Onkels verweist. Da habe ich wohl einen Glücksgriff gemacht. Als ich die leere Seite einsteckte, nachdem ich weiß, wie ich die Botschaft sichtbar machen kann, lese ich dort, wie Sie heraus, dass uns irgendwelche Monolithe den Warte Weg mal, warte mal, weisen. warte mal. Sie sagt, man hört nichts. Warte mal. Hört man mich nicht? Was hört man nicht? Warte mal. Wie, man hört nichts. Was hört man nicht, Costa? Doch, hört man doch. Ja, weiß ich nicht, Costa schreibt, man hört. Doch. Also ich habe jetzt Okay. selber gerade überprüft, ich höre mich Okay, selber gut. bei dir, Dann, deswegen. ja, dann. Okay, dann mach weiter, die Dame. Wo war ich nochmal? Keine Ahnung. Dass uns irgendwelche Monolithe den Weg weisen werden. Aber was hat dieser formelhafte Rest der Nacht zu bedeuten? In der Zwischenzeit habe ich mich ein wenig von dem anfänglichen Schock erholt. Ich war wirklich aufgebracht, wie Sie vielleicht herausgehört haben. Aber die Aussicht auf einen Schatz bei Onkel Ruben hat mich doch nun doch etwas neugierig gemacht. Also bin ich kurz entschlossen noch einmal zum Haus gefahren. Am Gartentor kam mir eine Dame in den 60ern in einer Parfümwolke entgegen, Oha. dass mir die Augen tränten. Ich schaute sie verdattert an. Sie warf mir einen herablassenden und gleichzeitig triumphierenden Blick zu und murmelte mit einer Stimme wie Schmirgelpapier: Ich kriege alles zurück und mehr. Wer war diese Frau? Was wollte sie auf diesem, in Klammern quasi meinem, Anwesen? Und was freute sie so unheimlich? Naja, darum können wir uns später kümmern. Nach diesem unerfreulichen Zusammenstoß war es dann ruhig. Gespenstisch ruhig, möchte ich fast sagen. Ich bin jetzt wieder in der Bibliothek und wissen Sie was? Ich glaube, mit den Monolithen aus der Botschaft sind die Steinklötze gemeint, die auf dem Schreibtisch stehen. Wenn ich mir die so genau anschaue, sehen die tatsächlich sehr mysteriös aus. Und die Linien an der Wand dahinter ebenfalls. Vielleicht geht Ihnen ein Licht auf. Ich streame Ihnen hier die Ansicht des Schreibtischs, dann können Sie mir Ihre Ideen durchgeben, was zu tun ist. Link. Aber bitte lassen Sie mich nicht lange warten. Alicia Herzele. Wunderbar. Ich versuche gerade noch mal. So, für alle, die das letzte Mal nicht mitbekommen haben, das war die, ja, die Nachricht, die wir entschlüsselt hatten. Ne, für alle, die da noch mal eine kleine Erinnerung brauchen. Wolltest du auch noch mal das abspielen vom letzten Mal? Na. Auch nur. Hätte ja sein können. Nee, also für alle, die den Fall letzte Mal nicht mitbekommen haben, können sich ja auch das VOD noch mal angucken. Ja, und der Jack, der treibt mich jeden Tag dazu an, das auf YouTube hochzuladen. Ich muss meine Faulheit. Ja, kann Faulheit ich auch konvertieren. Ja, ist ja gut. Ich will auch was haben für meinen Kanal. Hab ja sonst nichts da drauf. So. Wunderbar. So, das ist die Mail. So, dann können wir. Aus kaputt. Was denn? Zoe ist kaputt. So, nein, Zoe ich mit der ist Lampe. Kaputt. Hier haben wir einen Link, ne? Auf den können wir draufklicken. Richtig. Ich habe gerade mit der Lampe gespielt, da müssen wir so. Verbindung zu Alicia Herzeles Livestream. Das Laden des Streams kann bis zu einer Minute dauern. Wir bitten um etwas Geduld. Für eine Reihe. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja. Weil hier geht wieder die Post ab. Schön, dass ihr alle da seid. Wahrscheinlich ich kann wir die Rockmusik. Für eine reibungslose Übertragung des Streams wird ja was benötigt. Sollte der Stream bei Ihnen nicht angezeigt werden, stellen Sie bitte sich.
sicher, dass keine Adblocker oder NoScript-Add-ons aktiviert sind. Oder werden Sie sich an unsere Admin-Team. Für iOS-Nutzerinnen sollte anfangs eine Fehlermeldung angezeigt werden. Ignorieren Sie die bitte einfach. Sie hat keinen negativen Einfluss auf das ganze Verbinden. Einfach nur ein paar Hinweise. Tja, so ist das, ne? Dann wollen wir mal gucken, ob wir uns mit dem Livestream. Ich muss dazu sagen, vorhin, obwohl ich kein iOS hatte, hatte ich trotzdem gerade die falsche Meldung. Beim ersten Mal. Das ist der Livestream von. Ja. Jo. Du kannst sogar die Tasse anklicken, aber die Tasse macht nichts. Ist denn was in der Tasse drin? Das würde mich jetzt viel mehr interessieren. Nein, da ist nichts drin. So als Kaffee kannst anklicken, die geht dann hoch in der Animation, aber setzt sich dann wieder selber runter. Ja, aber warte mal, ich bastel mal gerade spontan was. Du spastelst was? Na dann. Hab das jetzt auch mal eben an. Ich bastel mal spontan was. Du spastelst was und ich trinke was. Hallo Asyncloud, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. So. Oh, warte. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, was wir jetzt machen müssen. Den können wir müssen die Monolith in der richtigen Reihenfolge bringen. Die Steinblöcke meinst du? So. Ich kann auch nicht sagen, wie. Ich guck mal, ob die vielleicht schon auf dem Bild zu sehen sind. Nee, ich habe mal gerade verglichen, als Valienz ein Dings drin hatte, von letzter Woche. Die sind genau in der Reihenfolge, wie auf dem Zettel. Ja, gut. So. Da habe ich nämlich auch schon geguckt. Ja, ein bisschen Schlaf habe ich noch bekommen. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen. Dann denke ich mal, dass wir das... Ich sehe nichts, jetzt sehe ich wieder was. Wieso siehst du nichts? Weil ich aus Versehen meinen Bildschirm ausgemacht habe. Du musst auch wollen. So, ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Ich habe jetzt mal versucht... Was hast du versucht? So, ich habe jetzt mal versucht, euch verschlüsselten Text, also den Text, den wir letztens entschlüsselt haben, nochmal hier einzublenden, damit ihr wisst, worum es geht. Ich hoffe, das kann man alles so gut erkennen. Ich hoffe, wir verdecken auch nichts im Livestream, nichts Wichtiges. Nee, es sieht alles ganz gut aus. Ansonsten müssen wir das verschieben, aber ich dachte, damit ihr mit dabei seid. Ich glaube, das musst du eher machen, wenn wir gleich ranzoomen müssen. Ja, gut, okay. Ja, die so hört man wie ein Hüsterken. Ich kann es ja auch jederzeit ausblenden. Es geht mir ja nur darum, dass die Leute wissen, was wir hier machen müssen. Aber ich habe schon eine Idee. Jack hat schon eine Idee. So, wir gucken erstmal, was können wir denn mit diesem Livestream überhaupt machen? So, guck mal. Was? Wir klicken einfach mal doof hier. Ja. Klick mal herum. Ich sag doch, klick mal die Tasse an. Warte mal. Lampe, Tasse. Aber die Lampe, Tasse geht dann zurück. So, warte. Auf jeden Fall kannst du schon mal die Monolithen bewegen und da habe ich schon eine Idee. Das sind Steinblöcke, keine Monolithe. Ja, dann eben diese symbolträchtigen Steindinge. So, also, wir können die Lampe anklicken. Guckt mal, eine schöne Lampe. Klicken wir an und aus, an, aus, an, aus, an, aus. Kaputt. Immer noch da kaputt. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Martin. Hallo Martin. So. Guck mal hier, die Taste können wir auch bewegen. Oder was auch immer das ist. Ja, die kannst du anklicken, dann bewegt die sich hoch, dann stellt die sich wieder hin. Ja.
Ist aber leer, ist keine Aber gute die Blätter Tasse. und so, die da sind, kannst du nicht, das Wo ist wollte ich nur eigentlich mein wissen. Kaffee? Na egal. Jack, du weißt, wo die Senseo-Maschine ist, macht er. Seht ihr, so lieb werde ich wieder behandelt hier. Hier an der Wand Nein. können wir, ja, guck mal. Hier an der Wand haben wir auch was. Ich glaube, durch die Lampe, die wir aktiviert haben. Warte mal, wie kommen wir denn hier wieder runter? Ach so, Ja, wir auf den. müssen So, durch die Lampe. entweder auf das So. Also, ich glaube, das. Fernglas oder. Ja, ich glaube, das Aktivieren der Lampe war schon nicht schlecht. So. Wenn ich was dazu sagen darf. Ja, Ah, jetzt du darfst darfst natürlich. Ich frage auch Zoe, weil Zoe ja immer gerne zwischenhaut. Diese Steindinger, die werfen ja ein Licht auf die Rückwand. Also denke ich mal, müssen wir das nur in die richtige Reihenfolge bringen und dann werden wir da schon irgendwas finden oder irgendwas müssen wir dann Okay. uns merken oder sonst was. Und Also. wir haben ja oben in dem Feld. Was steht da? 1 und dann 3, 2, plus 2 nach oben und dann gleich 2, zu 2. Was, 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 was? Hier oben. Du hast doch oben das Bild eingeblendet vom letzten Ja, Mal, was wir da, oder was du da genau. sichtbar gemacht hast. Richtig. Ne, da haben wir doch diese, erstens. Und dann der Pfeil plus 2 nach oben zur 2. Warte mal, wir gucken mal. Also, wir Diese können die Aufgabe. Dinger ja auch anklicken. Und dann 3 zu So. 4 und dann 4 zu 5 und so weiter und so Also, fort. oha. Warte, ich habe aus Versehen was verschoben hier. Okay. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Wir können die Dinger ja verschieben. Ja. Oder schiebt die Dinge nämlich auch gerade? Also, 1 zu 2, ne? 1 zu 2. 3 zu 4, ne? Ja, 3 du zu musst 4. zweimal 3 zu steht da 4. ja. Die normale Reihenfolge. 3 zu 4 und 4 zu 5. So. Dementsprechend ändert sich ja auch die Lichtschattenverwerfung Ah. zur Rückwand. Das hat jetzt nicht viel gebracht, oder? Nee, ich glaube, da ist auch irgendwie der Wurm drin. Ich Die kann Frage jetzt ist, nicht bei dir drauf zugreifen, ne? kann man es resetten oder was? Warte, ich probiere mal was bei mir. Ich habe ja das gleiche hier bei mir. Warte mal, ich versuch's mal zu resetten. Ich hoffe, das funktioniert. So. Sonst, ich kann dir die Reihenfolge So. auch geben. So, ich hoffe, das ist jetzt alles resettet. So. Ja, das ist alles resettet, okay. So. Aber hat denn jetzt schon einer herausgefunden, was diese Huckel sind, wozu die da sind? Ja, das Das sind sind. die, also diese meinst du, die mal zweimal nach oben, dann dreimal nach oben, dann wieder zweimal nach Ja. oben. Ja, ich vermute mal, dass du das erste zweimal anklicken musst, dass du das dann auf die nächste Position kriegst, also überspringen musst immer. Und das kommt dann hinterher die richtige Reihenfolge raus. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Ganz einfach, das erste Symbol ist der Kreis, ne? Ja. Den tauschst du mit den nächsten zwei Symbolen aus. Wie mit den nächsten zwei Also Symbolen. klickst erst auf das erste, den Kreis, und dann auf das Viereck. Du überspringst zwei und gehst auf das Viereck. Ich probiere es mal. Ja, genau, versuch mal. Also den Kreis mit dem Viereck. Genau. Okay. Das ist so meine Taktik. Du musst zwei überspringen, deswegen zwei Hügel. Aha, okay. Ah, guck mal, da haben wir schon ein M. Da haben wir schon ein M. M würde schon mal passen.
Gut, das dritte Symbol Ihr war habt das gesagt, Dreieck, dass ne? der Kreis muss mit dem Viereck getauscht werden, ne? Ja, hat Jack gesagt, ja, war Jacks Aussage. So meine Idee. Dann habe ich ein U. Wie ein O. Also ich Ein habe hier U. links, links habe ich ein M. Ach so, ja. Oh, ja. Es ist nicht einfach so, Yes. ich gebe es ja zu. Nein, ich war bei der falschen Zeile, sorry. Wo hast du denn U? Oh, okay. Alles gut. Ich war bei der falschen Zeile. Wie bei der falschen Das Zeile. dritte. Ich war bei dem, was ich da getauscht habe mit dem Ach so. Kreis, So. deswegen. So, danach muss das dritte, das Das ist das Dreieck. Dreieck. Drei Ja. Und übergangen drei. werden. Also denke ich mal, wenn, weil wir jetzt hier nur noch die drei hier haben, tauschst du einfach mal das Dreieck. Ja. Moment, das Dreieck kannst du dann tauschen, weil du musst ja zwei überspringen. Ja. Gibt aber keinen Buchstaben, kann ich dir jetzt schon sagen. Man könnte ein H ergeben mit sehr viel. Also was denn, ihr Jack? Was mu Sprich Das bitte den Satz zu Ende. Dreieck. Das Dreieck vertausch mal dann mit dem Kreis. Mit dem Kreis. Oder Warum mit nee, dem Kreis? warte mal. Das Dreieck mit Das. diesem komischen letzten Nee, Dings. mach mal Dreieck. So Obwohl, meint er warte das mal. Erstmal wahrscheinlich, ne? überlegen. Erstmal überlegen, Kinders. Lass mich mal in So. Ruhe überlegen. Das dritte plus drei. Ja. Wäre Dreieck, müsstest du anklicken und dann musst du rechnen Kreis. Dann dieses. Und dann zum Strich, glaube ich, ne? Ich Warte kann es mal, der gerne mal Strich, der ist ja ausprobieren. da. Ne, es ergibt Weiter keinen Buchstaben. Symbol. Was erstes war ja einfach, das habe ich ja gesagt, zu überspringen. Da kam Das nächste das drei. M. Das heißt, normalerweise müsstest du eigentlich das Dreieck mit dem Viereck überspringen, weil du musst ja drei rechnen und ich denke mal, man geht dann von vorne wieder. Ja, das Okay. kann sein. Ich gucke aber mal. Aber es kommt Ja, nicht. aber dann hast du wieder, dann hast du wieder kein Buch. Also dann ist das M ja auch wieder weg. Nee, das Ja. macht keinen Sinn. Warte, ich probiere mal aus. Ich habe das gleiche hier ja auch bei mir. Drei und so. Was wäre denn der nächste Schritt? Was wäre denn, vielleicht ergibt sich durch den nächsten Schritt nochmal was. Der nächste Schritt ist zwei überspringen. Von, also was muss ich tauschen? Von dem Kreis. Kreis und dann tauschen mit was? Mit drei, mit Dreieck oder was? Ich gucke gerade mal. Nee, Ich das passt tüftle hier nicht. selber gerade mal Also mit hier. dem Dings passt. Also Nee. normalerweise müsstest du den Kreis mit dem ganz letzten tauschen, aber es ergibt keinen Buchstabe. So, warte mal. Zurück, Marsch, Marsch. So. Oh. Ich tausche jetzt mal auf dem Bild. Dem war wild umher. Vielleicht finde ich das dann. Ja, man muss einfach ausprobieren, würde ich sagen, ne? Einfach ausprobieren. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Was da passt. So. Ja, das könnte vielleicht Mo. Das könnte vielleicht sein, oder? Mo.
Ja. Bei mir ist was passiert, warum auch immer. Da steht jetzt Mosaik. Mosaik, und jetzt ist bei mir hier ein Zettel aufgetaucht. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Jo, Ich bei habe mir auch. einfach alles ausprobiert. Mosaik muss da Welche rauskommen. Reihenfolge hast Jo. du gemacht, Jack? Ja. Viereck. Moment, ich kann es Sag dir mal sagen. einfach nur die Reihenfolge, damit ich es tauschen Ja, kann. die kannst du nicht mehr Ja. sehen, weil der Zettel da drüber Viereck. liegt. Ich hab's Ja. im Kopf. Okay. Viereck. Sechseck. Welches? Ja, Sechseck. Das Da eine sind ist ein zwei. Fünfeck. Hier ist eines ein Fünfeck. Ach so. Sechseck. 4, 6, 0. Also das ist der Kreis. Ja, das, der 3, Sechseck? 5, 1. Jack. Ja, du musst erst das Viereck, dann Viereck. dieses Sechseck. Dann? Genau. Dann der Kreis. Dann das Dreieck. Hab's. 5, 6. Ja, und Hab's. 1. Ich hab's auch gerade. Ich hab's zeitgleich mit Walli. Ach, ich bin übrigens nicht der Host. Also, weil, falls jetzt bei euch, falls Ach hier so, gleich Moment. irgendwie Audio kommt, kann ich euch das nicht abspielen. Ne? Ich wollte es nur mal Den erwähnt Host haben. kriegst du direkt, so Sorry, ihm mach nochmal. sagst du nichts, dann hätte ich dich schon längst im Haus Ja, ich habe jetzt gemacht. gerade erst geguckt. Ich lese mal vor. Volltreffer in der richtigen Moment. Reihenfolge aufgestellt, bilden die Monolithen gemeinsam mit den Symbolen an der Bitte. Wand sechs Buchstaben. Mosaik. Doch was anschließend geschah, hätten wir nicht Hatten. vor, ja, hatten wir nicht vorhergesehen. Na, wenn man, muss man jetzt da draufklicken auf das Blatt? 11.09.23. Passiert aber irgendwie nichts. Muss man da jetzt irgendwie draufklicken Ne, oder? man kann gar nichts mit ihr anklicken. Also Bis doch, auf die die Taste Taste. kannst du anklicken. Die Tasse. Ja, meine Taste ist ja nichts. Ja, vielleicht geht es dann im nächsten Brief weiter. Also ich weiß nicht. Fragebogen. Wir haben doch immer einen Fragebogen, oder nicht? Ach ja, wir müssen noch in den Fragebogen reingucken. Naja, warte mal. Das könnte man machen. Aber meinst du, das war schon das ganze Rätsel? Ich War ein weiß es bisschen nicht. kurz, ne? Ein Ich guck bisschen mal beim kurz. Fragebogen, ob da vielleicht noch mehr zu finden ist. Ich klicke da mal an, warte. Schauen wir mal uns den Fragebogen Wie ging euch am Schreibtisch ein Licht auf? Ja, mit der Lampe. Mit der Schreibtischlampe, ja. Welches Zeichen steht als erstes, wenn ihr Monolith richtig in Jetzt Reihenfolge gebracht habt? lass uns das doch bitte zusammen Lass machen. uns das zusammen Ja, machen, ich Jack. lese. Ja, gut, dann Oh. warte ich auf euch. Kein Thema. Ich bin drin. Steht da ja auch. Jack rennt immer weg hier vor uns. Ich bin halt der Fixe. So. Im Eimer der Also, Schnellste. wie Euch ging am euch Schreibtisch ein ein Licht Licht auf. auf? Mit der Sch ja, mit Bitte. der Schreibtischlampe, ja. Welche Zeichen Welches steht Zeichen also? steht als erstes, wenn ihr die Monolithen in die richtige Reihenfolge gebracht habt? Warte, da muss ich nochmal gucken. Soll ich sagen? Ich weiß es. Da ist das Viereck. 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 Ja, Sag ich ist doch, ja wie. Viereck. In welchem Bereich von Ravenwood Manor scheint die Lösung des Rätsels euch als nächstes zu führen? Ich weiß es. Das wurde gesagt Das im ist letzten. Das war mal das Foyer. Foyer. Ich meine, das muss Foyer? das Foyer gewesen sein. Ich meine Okay, auch das Foyer. Foyer. Im Garten, das war an Begründe Wand vom das Foyer. einfach mal. Sie hat doch beim dieses Ding, was wir das letzte Mal abgehört haben, diese Die Sprachnachricht, da Audio. ist sie das Ja. komplette Dings durchgegangen und hat sie gesagt, im Foyer sind Mosaike. Und das kam auch hinter im Fragebogen von dem ersten. Okay. Ich kann mir auch noch mal die Audiodatei anhören. Zur Not, Foyer. ich habe sie ja hier gespeichert. So, also, wir können jetzt auswählen. Wollen wir immer sie, also erhalte die nächste Mail überraschend innerhalb der nächsten Tage oder sofort? Wollen wir sofort weitermachen? Also, ich meine, irgendwie Ich würde hätte der Typ, sofort. ja, ich würde auch sofort sagen, oder? Ja, Weil komm, ganz hau ehrlich, rein. ich Wie lange sind wir jetzt dran? 41 Minuten. was sagt ihr denn? Also, Liebe next. Was sagt der Zuschauer. Chat? Genau, was sagt der? Also, warte, wir können ja auch. Kannst du eine Abstimmung machen? Ich kann eine Abstimmung machen, ja. Wally stimmt ab.
Nein, du kannst mittlerweile deine Ja, ich Community weiß mit doch, dass das Abstimmungen gibt. ein. Das weiß ich doch. Ja oder nein? Aber für 41 Minuten? Also ich würde sagen, ja. So, Costa will Costa schreibt sofort. ruhig sofort. Costa will es sofort. Costa will es sofort. Ja, warte. So. Ja. Und nein. Und AsyncCloud schreibt, warum warten, wenn es auch jetzt geht? Da hätten wir jetzt, glaube ich, eine. Achso, hier habe ich die Umfrage noch nicht eingebunden. Okay. Also, ein Fehler, den ich nächstes Mal beheben muss. Okay. Also eine 1, wer für Ja ist, eine 2, wer für Nein ist. Ganz einfach. Genau. Und Und eine eine 3 3 für für Jack ist zu Jackies. schnell. Wir als Detail enthalten uns natürlich. Wo ist nochmal die 2? Wo ist nochmal die 2? Ja, ihr müsst schon im Chat schreiben, Leute. Ja, man sollte auch schon richtig, ne? Also 2 sind 1. Ich habe nur geschrieben, schreib deine 1 für ja und deine 2 für nein. Steck. Wir haben keine 3. Gibt nicht. Nix. Ja, aber ich denke, es ist eindeutig, würde ich sagen. Andi schreibt gerade und eine G4 Jack ist viel zu alt. Hallo Andi, schön, dass du Hallo da bist. Andy. Hey Er muss jetzt Andy. umsetzen auf 5. Und Jack schreibt für 4, für Jack soll singen. Ja, das haben wir aber schon Samstag, Sonntag bei mir im Stream durchgehabt, ne? Im Singen. Ja, ich würde sagen, das Ergebnis ist ja relativ eindeutig. Du musst dich enthalten, Zoe. Gut, dann lassen wir uns die nächste Mail jetzt zuschicken. Ich hoffe einfach, dass das dann auch relativ fix funktioniert. Ansonsten müssen wir jetzt gleich erstmal einen Kaffee trinken. Also hier steht innerhalb der nächsten Oh ja, Minute. zum Kaffee sage ich immer ja. So. Also. So, dann gehen wir auf sofort. Und dann auf Antworten absenden. Dann gucke ich mal, ob ich dann sofort eine E-Mail gleich kriege. Ja, warte, die muss ich dir doch weiterleiten, du. Ja, deswegen sage ich ja, ich warte dann gleich. Mache ich mal eine Qualmail-Zentrale für den Zwischendurch mache ich mal Zoom. Spotify an. Nein, natürlich nicht. Man hört es eben eh nicht im Stream-Chat. Hallo. Hallo. Zwischendurch mal F5 drücken, dann aktualisiert sich die Seite. Er sagt, das kann ja ein paar Minuten dauern. Ein paar Minuten. Bis dahin gibt es einen Kaffee, vielleicht Wie GTA. war denn euer Tag? Wie war euer Tag? Sag mir das, wenn du magst. Oder lass es bleiben. Aber gerne darfst du das auch tun. Ah, ja, herrlich. Ja, das ging doch jetzt wirklich ziemlich fix. Ja, das war ja wohl.
Das war ja wohl, also. Letztes Mal ging das schon sehr schnell und jetzt ging es wieder sehr schnell. Ja, aber ich glaube, die haben auch gesagt, eine Gesamtspielzeit soll das von 2 Stunden sein. Kommt das schon hin? Ja, okay, aber ich sag mal so, jeder macht sich sein eigenes Tempo. Und Kors hat vollkommen Auch. recht. Ein Paar sind 2 Minuten und zwei Paar sind 4 Minuten. Nein, aber es ist so, bei manchen ist es wirklich so, die brauchen, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten für das Ganze. Aber Naja, andere wir sind sind dann da wieder wieder so, die fixen. sitzen dann so und denken so, ja, wie soll ich das jetzt machen? Wirklich. La 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 la. Bitte schicke mir die E-Mail. Ich will jetzt die. Ah, ein. Nee. Ah, Cutiebot hat dich in Valiversum. Ja, toll. Schön für Cutiebot. Danke, Cutiebot. Sehr nett von dir. Ja, nice. Was denn? Jo, dass wir jetzt hier warten. So. Ach, herrlich. Ja, aber besser, als wir hätten das immersiv genommen und hätten dann wieder tagelang gewartet. Ja, dann hättest du wieder tagelang drauf gewartet. Ja. Ich habe auch gleich einen Trick. Ich habe auch gleich einen Trick. In dem Okay. Fall. Wenn es gar nicht kommt, dann kannst du nämlich einfach dem sagen, er soll dir die Mail nochmal zuschicken. Aber wir gucken jetzt erstmal. Wir warten mal. Vielleicht kommt sie ja dran. Wir warten auf die Dinge, die Man da sollte kommen. den immer ein paar Minuten geben. Aber ich finde, momentan finde ich es gut, wie sie es umgesetzt haben. Ja, also ich fand diese Schreibtischgeschichte jetzt auch eigentlich sehr toll, eigentlich. Vor allem, weil man ja auch was interaktiv machen kann, ne? Ah, da ist sie. Da ist sie. Yay! Da ist sie. So, warte, jetzt muss ich die erstmal weiterleiten an Jack. Warte mal. Boah. Sonst mache ich das immer übers Handy. Warte mal, wo muss ich jetzt hier draufklicken? Nicht archivieren. Ja, Wie dann gucke schicke ich ich auch dir jetzt gleich einen mal. Tag weiter? Einfach weiterleiten. Warte, ich mach sowas Handy. So kriege ich das nicht hin. Okay. Da finde ich nicht den Punkt. Also. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Dateien dabei. Das ist. Mein Gott. Habt ihr mal was auf Facebook geschickt? Gucke ich mir auch mal Guckst du direkt an. nachher? Sorry. Schon Mach ich drauf nachher. geklickt. Hab schon drauf geklickt. Alles gut. Weiterleiten. So. Ach, der sieht gut aus. So. Die Rezension musst du dir aber selber angucken. Da habe ich keine Ahnung. 40 Zähle ich Liter mir ist ein nicht mehr. bisschen klein, aber reicht ja für Ja. Kleinigkeiten. Nix, alles ist Kann man nachher super. drüber reden. So, ich habe die Mail jetzt, glaube ich, an Jack weitergeleitet. Ich guck mal eben, warte. Ich schaue sofort. Jo, ist Ja. angekommen. So, da ist die Mail. Da haben Archiv wir. der Disturbia Gazette. Ja, warte. Ich warte eben, bis Valiant so fähig ist. Ja. Liebe Detektiv Botwey,
Im Anschluss an unsere gemeinsame Rätselarbeit am Schreibtisch überschlugen sich die Ereignisse. Bei der heiligen Mutter Erde, warum habe ich das Erbe nicht gleich abgelehnt? Was bringt mir ein Schatz, wenn er verflucht ist? Denn das muss er sein, da bin ich mir jetzt sicher. Aber der Reihe nach. Nachdem sie mir die Positionierung der Monolithe durchgegeben hatten, sprang eine Schreibtischschublade auf und gab zwei Dokumente frei, von denen ich ihnen Fotos angehängt habe. Dass Onkel Ruben auf der Jagd nach Gold war, kann ich mir noch nicht noch irgendwie vorstellen. Aber dass es irgendetwas mit Zirkussen zu tun hatte. Ich hatte mir gerade beides angesehen, da hörte ich einen markerschütternden Schrei aus dem Foyer, der mein Herz zum Stillstand brachte. Das war doch der Butler. Ich eilte hinaus und sah zu meinem Entsetzen, dass er kopfüber im Kronleuchter hing, mehrere Meter über dem Boden. Er wimmerte und rührte sich kaum. Der heiligen Erdmutter sei Dank, hatte wohl auch die Gärtnerin den Schrei gehört. Sie schaute herein, schien die Szene gleich zu erfassen und rannte fort, um aus dem Geräteschuppen eine Leiter zu holen. Die Leiter war gerade hoch genug, dass wir den armen Mann befreien konnten. Der Schrecken stand Claude Leroy ins Gesicht geschrieben. Was ist passiert? Rief ich mehrmals und schüttelte ihn, damit er zur Besinnung käme. Er schaute auf die Brüstung im ersten Stock und dann zum Kronleuchter und dann stierte er uns an, als seien wir irgendwelche Geistwesen. Was hat ihn von diesem einen Punkt mehrere Meter weit direkt in den Kronleuchter befördert? Es muss etwas Übersinnliches sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Eine bösartige, übersinnliche Erscheinung. Wir brachten kein Wort aus dem Butler heraus. Er muss Todesängste durchlitten haben. Ich war ebenfalls nervlich angegriffen. Die Gärtnerin begleitete mich noch bis zum Auto und redete ruhig auf mich ein. Ich habe mich übrigens verhört, was ihren Namen angeht. Er lautet Emma Garberg. Wenn Sie wollen, recherchieren Sie gern noch ein wenig im Archiv der Disturbia Gazette, ob Sie über die einzelnen Personen etwas herausfinden. Gerade diese Frau, die mich so siegessicher angelächelt hat, geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Aber zurück ins Haus kann ich nicht mehr, solange es dort spukt. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, da stimme ich Ihnen zu, dass wir im Foyer auf den Schatz stoßen werden. Es muss etwas mit dem großen Mosaik an der Wand zu tun haben. Alicia Herzele. Okidoki. Ich glaube eher, dass da irgendeiner sein Unwesen treibt. Wir haben hier jetzt auch noch so einen Plan, den habe ich jetzt oben links auch nochmal eingeblendet. Den kann ich auch gleich Okay. nochmal in groß darstellen. Also wir haben jetzt zwei Anhänge und wir haben hier noch ein Ich suche die Foto. an. Ach, da oben. Wir haben hier noch ein Zwei Foto. Anhänge. So. Das haben wir auch noch. Wie man Gold gewinnt. Und dann vom So. Zirkus. Das können wir auch gleich noch mal in groß machen, warte. So. Ne, ich gucke es mir bei E-Mail an. Ja, für die Zuschauer jetzt aber. Nee, weil Jack gerade sagt, er guckt sich das über Paint an. Das kann er ja machen. Das Bild sieht irgendwie komisch aus. Also irgendwie kapiere ich davon gar nichts. So, guck da mal. Das ist ja, bei dem einen, das sieht so aus, als ob er da, ob sie da die Tinte ausgelaufen wäre, die einen Punkte. Aber er ist jetzt bei dem anderen Bild, bei dem Zirkus. Ich kann auch den anderen wieder anmachen, warte. Ich mache wohl den Plan. Plan. Den Plan. Das eine sieht aus, als ob da drei solche Dinger, wo Ach. er da Dings hat. Diese Kreise plus Kreise gleich x3, also mal Das ist der 3. Plan. Von dem werde ich gerade überhaupt nicht schlau. Oh ja.
Bei dem werde ich nicht schlau sein, muss man so. Na gut, denn der erste Brief stand ja drin, der hat sich mit Alchemie. Kann Ja, das, vor klar. allem die Schrift, kann die irgendwer von euch lesen? Ich nicht. Welche Schrift? Es sieht so aus, als wäre da Schrift drin. Hier. Also das, was ich lesen kann, ist, wie man Gold gewinnt. Ja, aber Und hier, dann guck mal, hast hier du ist so hier ein überall. Tintenklecks. Ja, und Hier, dann hast du also hier das sieht alles überall so, als wäre das irgendwo. irgendwelche Schrift, aber Oh. die erkennt man nicht. Ich glaube, die soll man wahrscheinlich auch nicht erkennen. Ich glaube eher, dass das irgendwas mit den Kreisen auf sich hat. Oh. Aber was? Ist jetzt die Frage. Wir sollten ja auch noch irgendwas recherchieren, stand da gerade, ne? Mal das ziehen. Damit da irgendwas findet. Aber dafür brauchst du einen Suchbegriff, kann ich jetzt schon sagen. Weil ich das nebenbei offen habe. Das Archiv der Dysturbia Gazette. Herzlich willkommen im Archiv der Dysturbia Gazette. Hier finden Sie unsere besten Artikel seit 1965. Laufend aktualisiert. Bitte nutzen Sie die Suchfunktion, um den einzelnen Artikeln zu navigieren. Ich würde mal ein Mosaik eingeben und gucken, ob da was rauskommt. Ja, Keine da Ahnung. hast du recht, das steht da, ja. So. Schauen wir mal. Dann gehen wir mal auf die Seite der Gazette. Also Aber. Mosaik kommt nichts raus. Nee, aber es geht auch, glaube ich, um die Person, ging es wohl. Also hier steht Auch ja, meinen Namen hier von der wenn Sie wollen, recherchieren Sie gerne noch ein wenig im Archiv, Wie ob heißt Sie sie über die nochmal? einzelnen Personen etwas herausfinden. Gerade diese Frau, die mich so siegessicher Greta? angelächelt hat, Wie hieß sie? geht mir nicht aus dem Sinn. Wie hießen die nochmal? Greta irgendwas, ne? Steht das hier Ja, drin? ich sehe es gerade aber nicht. Der Warte. Schrecken stand Claude Leroy. Emma Garberg. Okay. Emma. Also Emma. Warum bekomme ich auf Greta? Emma Garberg. Garberg. Ach ja, ich Emma. habe was gefunden über die. Emma. Ja. Emma Garberg. Gewinnt Meisterschaften von Dysturbia in Darts. 29. Februar 2020. Als erste Frau gewinnt Emma Garberg die hochdotierte Dart-Meisterschaften in Dysturbia und darf sich nun Master of Darts 2020 nennen. Was sie mit dem Preisgeld vorhat, hat die frisch gebackene Gewinnerin unserer Redaktion verraten. Ich bin überglücklich, ein Kindheitstraum wird wahr, sagte uns die freudeschreiende Siegerin. Ich habe lange dafür trainiert, teilweise sogar während meiner Arbeit, aber dass es tatsächlich reichen könnte, daran habe ich im Traum nicht gedacht. In einem packenden Best-of-Seven-Finale hatte sie sich schon nach 5 Sätzen gegen den amtierenden Meister Markus Willingham durchgesetzt. Der Verlierer verließ die Bühne ohne ein einziges Wort und war auch anschließend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Während der Siegesfeier übergab Miles Coleman, Besitzer der Bar Final Drink, der das Turnier ausgetragen wird, den Scheck über 30.000 Dismoneten. Auf die Frage, was sie mit dem Preisgeld vorhabe, antwortete Garberg: Ich spende das Geld an Darts-Nachspielerinnen und Spieler mit Handicap. Bei denen ist es besser aufgehoben als bei mir. Ich bin glücklich damit, meinen Tag in einem Garten zu verbringen, in dem mir verboten wird zu arbeiten und in dem ich stattdessen meinem Hobby nachgehen darf. Wer sich noch daran zurückerinnert, dass Wellingham im vergangenen Jahr angegeben hatte, das Preisgeld zu brauchen, um seine Schulden beim Syndikat zu begleichen, dürfte ebenfalls der Meinung sein, dass es in den Händen von Garbeck deutlich besser aufgehoben ist. Wir gratulieren. Wir hätten dort dann noch einen Namen, ne? Irgendwie Claude oder so, ne? Claude. Claude Leroy oder wie er heißt. Leroy. Der Butler, ja. Claude Leroy habe ich geschrieben, aber da findet er angeblich nichts. Ne, da findet er auch nichts. Den Butler, den hat sie jetzt. Jack, du bist stumm. Man hört dich nicht. So, jetzt hört man mich wieder.
Gut. Also was mich immer noch so ein ganz klein bisschen stutzig macht. Im ersten Brief ist der Butler ja durch die Luft schon gesegelt und wäre ja fast aufgekommen auf dem Boden oder irgendwie was haben sie da ja geschrieben gehabt, ne? Ja, der wäre im ersten Rätselteil wäre er fast die Brüstung runtergefallen von oben nach unten. Aber irgendwie oben noch liegen geblieben. Das hatten wir auch als im Fragebogen als Frage, ob er runtergefallen ist. Naja, deswegen ja. Und jetzt ist er doch schon wieder durch die Luft gesegelt. Hier, Zirkus, haben wir zwei Dinger. Dann gib Zirkus? doch Warte, ich mal, geh mal hin. wollte ich sagen, dann gib doch einfach bei Gazette mal Zirkus oder Artist oder sowas ein. Zirkus 1000, was mein Mushroom? Ja, Und soll ich sofort. gleich uns doppelt im Stream? Zirkus 1000, Freud schließt seine Pforten. 4. Oktober 2010. Schock für alle Liebhaber von dressierten Tieren und waghalsiger Akrobatik. Der traditionsreiche Tausendfreud-Zirkus wird mit sofortiger Wirkung abgewickelt. Grund dafür seien ausufernde Kosten und der fehlende Nachwuchs, der einen dauerhaften Betrieb unmöglich mache. Ist die Zeit für Zirkusse nun endgültig vorbei? Wir sind untröstlich, den Zirkusbetrieb zum nächstmöglichen Zeitpunkt einstellen zu müssen. Gibt das Rundschreiben des Tausendfreud-Zirkus bekannt? Einerseits steigen die Kosten, etwa für Tiernahrung und Operationen für komplizierte Brüche. Andererseits machen die Behörden uns immer neue Auflagen oder weisen uns Plätze zu, für die Niemandsland noch eine freundliche Bezeichnung sind. Außerdem sei es schwierig, heutzutage überhaupt noch Nachwuchskräfte zu finden, die sich ein Leben als Dompteur oder Artistin vorstellen könnten. Man habe trotz großen Aufwands in den vergangenen Jahren kaum Zuschriften mit Bewerbungen erhalten und die Bewerberinnen und Bewerber seien ausnahmslos ungeeignet gewesen. Ein Frührentner mit Langeweile, eine Schlangenfrau mit Hüftproblem oder ein Kaninchen namens Locke. Böse Zungen behaupten, die Talfahrt des Zirkus habe in dem Moment vor etwa 3 Jahren begonnen, als sie ihren Akrobaten verlor. Der Artist von Weltrang, bekannt für seine atemberaubenden Sprünge, sowohl aus dem Stand wie auch in der Höhe, war eines Tages verschwunden, wie wir berichteten, und tauchte trotz intensiver Suche nicht mehr auf. Es wurden bereits Vermutungen aufgestellt, dass er Verbindungen zu einer neuen Untergrundorganisation haben könnte, die sich das Syndikat nennt. Später tauchten Anschuldigungen seiner Frau aus, die ihn bezichtigte, ihren wertvollen Schmuck gestohlen zu haben. Bis heute blieb allerdings ungeklärt, ob er wirklich nur untergetaucht ist oder seine Leiche nie entdeckt wurde. Und der zweite ist Brandunglück mit 2 Toten bei Zirkusaufführung. 17. März 18. Statt einer vergnüglichen Zeit durchlebten die zahlreichen Besucher des Gnadenhof-Zirkus gestern Abend einen wahren Albtraum. Wegen einer verunglückten Aktion des Feuerkünstlers ging das Zirkuszelt in Flammen auf. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer konnten gerettet werden. Für 2 von ihnen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Gnadenhof-Zirkus bietet Künstlerinnen und Künstlern nach ihrer aktiven Karriere die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Shows-Acts weiterhin aufzutreten. Von Trapezkünstlern wie Boris Borisov bis zu Wahrsagerinnen wie Estelle Hellsicht. Weiterhin bietet er einen Streichelzoo mit ehemaligen Hochleistungstieren, die den Abend ihres Lebens dort verbringen. Der Zirkus ist für seine Familienfreundlichkeit bekannt und immer gut besucht. Das hätte sich nun beinahe gerecht. Dutzende Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Krankenwagen rückten aus, als am Abend gegen 21:36 Uhr ein Anruf einging, dass das Zirkuszelt Feuer gefangen habe. Zu dieser Zeit hatte sich die Zirkusshow gerade auf dem Höhepunkt ihrer Vorstellung befunden. Dem Auftritt des Feuerspuckers Regio Montanus, augenscheinlich abgelenkt von einer Person im Publikum, hatte er den Kopf ruckartig zur Seite gerissen und den Feuerstrahl in die Richtung der nahen Zeltwand gerichtet, die sich sofort entzündete. Augenzeugen berichteten, dass es nur Sekunden gedauert habe, bis der Brand außer Kontrolle war. Die Zuschauerinnen und Zuschauer drängten sich Richtung Ausgang. Es brach Panik aus. Glücklicherweise gelang es den meisten trotzdem, aus eigener Kraft das Zelt zu verlassen. 6 Personen, darunter ein Kind, mussten von der Feuerwehr aus dem brennenden Zelt gerettet werden. Die Geretteten wurden vorsorglich ins Krankenhaus von Disturbia verfrachtet.
Zwei Personen, eine erwachsene Frau und ein älterer Mann, starben später an der Schwere ihrer Rauchvergiftung. Unbestätigten Berichten zufolge handelte sich um die zwei Eigentümer des Gnadenhofzirkus, Vater Ernesto und Tochter Giulia Vitale. Also, ihr könnt mich kaputt schlagen. Ich weiß, das werdet ihr nicht tun, weil es einfach zu viel Jaul und Jammer. Aber ich habe so die Vermutung, dass der Butler, weil der ja ein paar Mal durch die Luft gesegelt ist, ohne sich großartig zu verletzen, was ja auch schon hier unsere Besitzerin des Hauses schon so ein bisschen verwundert hat, dass der Artist ist. Der war verschwunden ist. Weil wer fliegt sonst durch die Gegend und bricht sich nicht das Genick oder sonst was? Und das auffällig zweimal. Kronleuchter und sonst was. Und wenn dafür diese Supersprünge und Flüge bekannt war, ja, dann möchte ich nur wissen, dass, möchte ich ja nicht sagen, aber das klingt mir sehr danach. Und die Frau mit der killigen Stimme, das könnte die Wahrsagerin gewesen sein, die alte Frau. Noch irgendwelche Stichpunkte, die wir hier mal eingeben sollen? Haben wir noch irgendwelche Namen, die wir hier eingeben müssen? Ich gucke mal. Also Claude Leeway findest du gar nichts, habe ich schon geguckt. Ich gucke mal hier. Tausend Freunde schließt seine Pforten. Ja, bin ich ja auch gerade auf dem Ding. Kompliziert an der Seite, Zeichnung. Tage, Leben als Dummtönig, Artistin, Vorstellung, unser Aufwand. Unser Frührentner mit Langeweile. Könnte der Dings gewesen sein? Der Butler. Der Butler, genau. Schlangenfrau mit Hüftproblemen. Kaninchen namens Locke. Kannst ja mal Locke eingeben. Aber ich glaube sehr weniger. Töffel, Krumm und ist von Weltraum gegangen, sie hatten neue Sprünge. Stand aus der Höhe verschwunden. Aber was hat das mit dem... Sie werden mehr als eine Vermutung. Sollen die Karte unter Karte wieder seiner Frau, die ihn bis Muckerstrunz zu haben, bis heute blieb ungeklärt, ein hinuntergetaucht ist, Leiche nie entdeckt wurde. Aber hier steht auch nicht irgendwie der Nachname von der Frau. Von welcher? Hier, was hier im ersten Dings hier, Tausendfreund. Zirkus Tausendfreund. Weil hier unten stand ja nur, böse Zungen behaupten, die Talfahrt des Zirkus habe in dem Moment vor etwa 3 Jahren begonnen, als sie ihren Akrobaten verlor. Der Artist von Weltrang begann für seine atemberaubende Sprünge sowohl aus dem Stand wie auch in der Höhe eines Tages verschwunden. Wir berichteten. Und tauchte trotz intensiver Suche nicht mehr auf. Es wurden bereits die Vermutungen aufgestellt, dass er die Verbindung zu einem Untergrund, also Syndikat, und hier später tauchten Anschuldigungen seiner Frau aus. Normalerweise auch sollte es heißen. Die ihn bezichtigte, ihren wertvollen Schmuck gestohlen zu haben. Bis heute blieb allerdings ungeklärt, ob er wirklich untergetaucht ist oder seine Leiche nie entdeckt wurde. Aber der Name davon, von der Witwe. Wie ist nochmal der Butler mit Nachnamen? Leroy. Ja, gib mal den Nachnamen einfach mal. Nein, kommt da nichts raus, habe ich schon geguckt. Kommt nichts raus. Bei Gold passiert auch nichts. Ich möchte mal jetzt erstmal spinnen. Die sagen ja bla bla bla, dass der Akrobat seit 2 Jahren doch da, also ne? Vor 2 Jahren oder was? Mhm. Wenn nicht, gehen wir einfach mal vom Trapezkünstlern wie Boris Borisov. Gib mal den Namen Borisov ein oder Boris Borisov. Wie ist der Boris Borisov? Ja, hier Trapezkünstlern wie Boris Borisov. Steht hier im zweiten Teil vom Gnadenhof-Zirkus.
Kannst ja Copy und Paste machen. Kommt mit. Auch nicht nur bei Borisov? Nein. Okay, ich gucke mal den anderen Namen. Die geben wir nämlich jetzt alle Namen einfach mal ein. Vielleicht haben wir das, ja. Auch bei den Julia Vitale und Ernest bekommt nichts raus, habe ich auch schon versucht. Ja, ja, habe ich auch schon. Okay, habt ihr schon den Feuerspucker Regio Montanus versucht? Ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, Jack. Naja gut, da steht ja schon, du sollst die sollst nach den einzelnen Personen mal gucken. Das steht ja schon in der Mail drin. Ja, ja, aber ich denke mal von der Mail her. Dann gucke ich mal bei Gazette nach Regio Montanus. Aber jetzt mal blöd gesponnen. Es heißt ja, dass dieser Zirkus ja zumacht aufgrund dessen, weil ja der Akrobat fehlt. Mhm. Und ganz ehrlich, wir wissen nicht, was der Butler vorher vom Beruf gemacht das hat. Das habe ich doch gerade gesagt. Dass der vielleicht der Akrobat war und dann sich irgendwann gedacht hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, Langeweile. Oder er irgendwie untertauchen wollte, weil die Frau ja schon vermutet, dass er den Schmuck gestohlen hat. Deswegen habe ich ja gesagt, soll mich nicht wundern, wenn der Butler dann der hier Dings war. Die Frage das habe halt ich ja nicht ohne Grund vorhin gesagt. Und zum Beispiel die Frau mit der kehligen Stimme oder sowas, das könnte die Wahrsagerin vielleicht gewesen sein, oder die Frau vom Butler, dass die sich da einnisten will, was weiß ich. Das sind so meine Vermutungen, die ich jetzt gerade habe. Eins, was ich jetzt nicht kapiere, ist halt dieses zweite, dieser Plan. Was der das damit auf sich hat. Wie man Gold gewinnt. Ja, das sag ich ja eigentlich. Das könnte von der Dings sein, von dieser Garberg. Wegen dem Dart. Das kann sein. Weil Dart-Pfeile mäßig in der Mitte und so. Wenn man das so zusammenrechnet, könnte das von der Garberg sein. Hier Ernesto und Juliana oder Julia Vitale habt ihr schon eingegeben, ne? Ja. Da kam bei beiden nichts raus. So, welche Namen haben wir denn noch? Gib mal einen Wahrsagerin. Kommt auch nichts bei raus. Was gehört? Kommt nichts bei raus. Ich glaube auch eher, sag ich mal, hier steht ja drin, also hier steht halt wenn mal Sie wollen, recherchieren Sie gerne noch ein wenig im Archiv, ob Sie was zu den einzelnen Personen herausfinden. Ich glaube, das ist auch eher auf die E-Mail jetzt gerade. Ja, aber hier steht, oh, guck mal, diese Kreise hier, steht der eine Kreis plus der eine Kreis gleich der Kreis mal 3. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Weil ein bester Kollege von uns, der spielt nämlich auch Dart. Ja. Und ich glaube, das ist in der Mitte das gemeint, dass du dann 3-mal mehr. Ich weiß auch nicht. Wie viel kriegt man, wenn man die Mitte trifft nochmal? Bullseye 50. 50 über 100. Dann 25 und dann Außenkreis ist 30-fache Punkte. 20-fache Punkte ist Mittelkreis. Das irgendwie damit gemeint ist, wahrscheinlich. Also ich denke mal, wenn ich diesen Satz lese, wie man Gold gewinnt, gehe ich eher mal davon aus, dass das von der Amberg, also von der Garberg da stammt. Weil sie ja, wie gesagt, der Dart gespielt hat. Dass sie ihre Siegesding da irgendwie nee, Estelle Helfrich bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Sollen wir uns einfach mal den Fragebogen angucken und gucken, vielleicht all die Fragen, die da drin stehen, vielleicht können wir die beantworten? Jo. Oder Schatz? Ja, lass mich erstmal nochmal kurz nochmal alles checken hier bei der
Disturbia Gazette. Ich versuche das einfach. Mach du mal. Wir rufen schon mal den Dings auf. Den anderen Link. Den Fragebogen. Aber warte mal. Du kannst aber auch nur Fragebogen. Okay, zur dritten Mail gibt's gar keinen, ne? Doch. Doch, warte mal. Da muss ich mal aktualisieren oder so. Wollte ich gerade sagen. Ah, ja, so oder die F5. Fragebogen zur dritten Mail. So. Sie pflanzt seltene Pflanzensamen. Was? So. Nee, womit vertreibt sich Emma Garberg die Zeit im Garten? Welchen Beruf übte der Butler vor seiner Zeit in Ravenwood Manor aus? Und um wen handelt es sich bei der unbekannten Frau, die Alicia Herzele auf ihrem Weg zum Haus traf? Okay. Mitbekommen, Jack? Ja. Dann ist gut. Boah, dann muss also womit sie sich die Zeit im Garten vertreibt, ist ja klar, Dart. Ha? Das sagt sie ja selber. Ja, Emma Garberg, das ist ja, das haben wir herausgefunden mit Dart, ne? Ja, die hat genau. Ja auch das Dart-Ding, die Meisterschaft 2020 gewonnen. Welche Beruf öffnet der? Übte der Butler vor seiner Zeit aus. Akrobat, Reporter, Feuerspucker, Barbesitzer. Aber also ich würde Akrobat sagen. Ja, weil Feuerspucker war ja ein gewisser... Mortale. Mortanis. Regio Montanus. Die Bader war auch irgendwie ein anderer. Warte. Hello, darkness, my old friend. Ja, ich hab die gerade hier noch aufgerufen, weil Disturbia Gazette. Da stand aber mal nicht auch ein anderer Barbesitzer. Ja, der Barbesitzer Miles Coleman. Ja. Also das passt schon mal auch nicht. Dann bleiben nur Akrobat und Reporter. Also, ich würde Akrobat nehmen. Weil wer fliegt schon meterweise durch die Luft, ohne sich zu verletzen? Das kommt hin, dass das ein Akrobat ist. Ich sage ja, da könnte er mir für. Ja, die Frage ist, kriegen wir irgendwie noch was? Also kriegen wir irgendwie in der Mail und so noch was raus oder was das? Das ist halt die Frage jetzt. Haben wir irgendwas übersehen? Also das Turbo-Kassette. Lies mir noch mal kurz die E-Mail durch. Sie hört ja den Schrei aus dem Foyer, der mein Herzstillstand war. Also, dass er wirklich verletzt gewesen ist, steht nicht drin. Er steht halt nur drin, er wimmerte. Das kann zur Show gehören. Er rührte sich kaum. Ich glaube aber nicht, dass der Reporter ist. Weil normalerweise, wenn sowas ist, dann steht das doch immer drunter, wer der Reporter ist. Ich glaube, dass das ein, wie heißt nochmal, dass der Butler gleichzeitig der Artist war. Weil, guck mal, es deutet doch hin, er kann Sprünge aus dem Stand, hohe, weite Sprünge machen. Er kann durch die Luft fliegen. Und er ist doch ein paar Mal durch die Männer gesegelt, hier durch die Villa. Das zweite Mal. Das ja. Erste Mal war ja das, wo er ja geflogen ist, aber nicht die Dings runter, die Brüstung runtergefallen ist. Und die können das natürlich so aussehen, dass wenn er wirklich so enorm springen kann, dass er von hier aus mal kurz draußen auf den Straße ganz ehrlich, landet. Ich bin nicht so ein Mensch und bin so, dass ich an übermenschliche Fähigkeiten... Nee, aber ein Artist... Dass das Ganze inszeniert ist. Ja, und dass der Artist sich da irgendwo umgeschwungen hat. Also... Das ist der Butler ist garantiert ein Artist. Okay. Also Reporter. Pff, also ein Akrobat meinst du? Und die anderen beiden passen nicht rein, weil die sind ja durch andere Namen. Ja, und mein Gefühl. Ganz oder ehrlich, meine um wen handelt es sich von der unbekannten Frau? Würde ich eher auf die Ex-Frau gehen. Vom Butler. Ja, das wollte ich gerade sagen. Weil hier steht Geliebte von Ruben Herzele, Mutter der Gärtnerin. Von der Mutter ist nirgendwo irgendwas bekannt. Nee, und bei den Zeitungsartikeln ist ja eine Witwe aufgeführt worden. Und Zeitungsartikel war doch der Butler. Bei Zirkus 1.
Wenn du jetzt ja, bist, aber nicht Witwe. Warte mal. Witwe heißt, du bist tot. Ja, die das wissen ja nicht, unklar, ob der tot ist. Die wissen ja nicht, ob der Butler tot ist. Die haben nie eine Leiche gefunden. Deswegen, ja. Ne? Ich lese es dir gerne nochmal vor. Ich weiß. Gut, ich habe es gerade vorgelesen. Also die Ex-Frau. So schnell kann ich vorlesen. Ex-Frau von Butler. Ja. Weil hier steht ja drunter als letztes. Später oder tauchten Anschuldigungen seiner Frau aus, die ihn bezichtigte, ihre wertvollen Schmuck gestohlen zu haben. Ja. Bis heute blieb allerdings ungeklärt, ob er wirklich nur untergetaucht ist oder seine Leiche nie entdeckt wurde. Also loggen wir die Ex-Frau ein, oder was? Ja, würde ich sagen. Ex-Frau von Butler. Und Andy. Oder was sagt Zoe dazu? Ich sag auch die Ex-Frau. Okay, gut. Und Andi, nächstes Jahr soll ja die Serie Ein Colt für alle Fälle nochmal zurückkommen als Kinofilm. Da bin ich auch mal gespannt, wenn wir gerade schon bei 6 Millionen Dollar Mann sind. War ja auch die Majors. Sollen wir es nur für Filmfreaks absenden? Ja. Okay. Also bei mir steht wieder immersiv oder sofort. Ja, machen wir sofort, ne? Komm. Mein Gott. Wenn wir schon mal dabei sind. Dürfte ja jetzt nur noch eine Mail sein. Ja, es dürfte dann ja praktisch schon die Lösung sein, ne? Wenn es dann noch so bleibt wie immer. Ja, richtig. Außer die haben was auch verändert, aber das weiß ich ja nicht. Also dürfen wir uns wieder ein paar Minuten unterhalten. Jetzt dürfen wir uns wieder ein paar Minuten unterhalten. Ja. Also von daher mache ich mal eben meine Tabs zu. Ne, weil ich bin eher so ein Mensch, ich denke halt. So, und ich lösche jetzt erstmal die 1000 Tabs, die ich hier auf habe. Einfach zumachen. Aber ich bin halt nicht so ein Dings, die an so übersinnliche Kräfte glaubt. Muss ja auch nicht. Weil ich hinterfrage lieber. Ist ja auch alles in Ordnung. Achso, es war ja schon was ich aufgerufen habe. Dem Rucksack. Achso, ich habe nur noch die Qualmzentrale auf. Mit Ansicht und Dings. Ja, dann würde ich mal sagen. Da ist doch schon was. Müsste da sein. Ja, da ist doch was bei Wally. Ah, da. So, warte mal. Kriege ich das jetzt so weiterleiten? Wenn nicht, dann über Handy wieder. Genau, weiterleiten an genau den. Wunderbar. Okidoki, meine Liebe. Danke. Danke, dass du dabei warst. Bis später. Tschüss. Und viel Erfolg bei deinem Stream. Ja, letzter Teil. Liebe der Detail. Moment. Alexa, stopp. Will die wieder? Ich hab keine Ahnung, warum die jetzt auch immer hinter uns losgehen. Ich rufe das Teil das nächste Mal raus, werde ich. Dann nächstes Mal. Liebe Detective Botwey, ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen das Archiv der Disturbia Gazette ausreicht, um beinahe die gesamte Vorgeschichte des Falls zu lösen. Ich bin beeindruckt. Für mich stellt sich das ganze Bild nun so dar. Bei dem Butler handelt es sich um den ehemaligen Akrobaten Beckett, der aufgrund von Geldproblemen beschloss, seine eigene Frau zu bestehlen und unter einer neuen Existenz weiterzuleben. Als Claude Leeway. Wie er darauf gekommen ist, sich bei meinem Onkel zu bewerben, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auf die Stellenanzeige gestoßen, die ihn auf die Idee brachte. Durch die Abgeschiedenheit von Ravenwood Manor und der zurückgezogenen Lebensweise von Onkel Ruben war dies jedenfalls das perfekte Versteck für ihn. Zumindest bis zum Tod meines Onkels. Als die Disturbia Gazette die Todesnachricht mit einem Bild veröffentlichte, auf dem auch er zu sehen war. Seine Frau
Konstanze muss nicht schlecht gestaunt haben, als sie ihren Gatten nach all den Jahren vollkommen unverhofft wiedererkannte und sich natürlich daran erinnerte, dass er ihr noch viel Schmuck schuldete. Sie musste dann schnurstracks zum Anwesen gefahren sein, um Andrew Beckett zur Rede zu stellen und ihr Eigentum zurückzuverlangen, das er erwartungsgemäß schon vor vielen Jahren zu Geld gemacht und ausgegeben hatte. Aber Andrew Beckett hatte wohl Kenntnis davon, dass es einen Schatz im Haus gab und versprach ihr, danach zu suchen und dann ihren Anteil davon abzugeben. Seine Suche nach dem Schatz erzeugte die Lichter und Geräusche, die Emma Garberg so verunsichert haben. Vermutlich hat er Bodenplatten verschoben, um darunter nach Geheimverstecken zu suchen. Und da kam ich und ihm wurde bewusst, dass er nicht mehr viel Zeit hatte. Da beschloss er spontan, seine alten Akrobatentricks auszupacken, um mir einen so großen Schrecken einzujagen, dass ich nie wieder käme. Was ja beinahe funktioniert hätte, wenn sie nicht gewesen wären. Jetzt bleibt nur noch, ins Haus zurückzukehren und das Mosaik im Foyer unter die Lupe zu nehmen und den Schatz zu heben. Sind Sie bereit? Ich stelle Ihnen hier wieder ein Video zur Verfügung. Oha. Aber diesmal haben wir keinen Anhang, nur den Link. Oha. Oha. Aua, aua. Warum? So. Kommt ihr in die Dings rein, in den Link? Ich komme da nicht rein. Ja. So. Am ersten Mal bin ich hier reingekommen. Jetzt. Ah, das sind doch jetzt diese Dinge, auf die wir reden. Ui. Mit den Bildern. Ich sehe hier noch nichts. Moment, jetzt sehe ich was. Ich glaube, das hat was mit dem Bild von gerade zu tun. Ja. Mit diesem Kreis zu Kreis gleich, dieses Kreis und ein X3. Okay. Und du kannst auch die Kreise in Berlin noch markieren. Oder auch bis Kreis. Ach du Heiliger. Bimbam. Warte mal, ich mach nur mal eben davon ein Foto. Von dem anderen. So. Ich kann mich daran halten, wie das auf dem Bild war. Ach so, du kannst die. Ah, guck mal, du kannst mit den Pfeilen sogar springen. Also hier, da verändert sich das. Ach so, du kannst, wenn du da drauf drehen die sich sogar. Ach du Scheiße. Ja, aber das Problem ist, ich kann das eine Ding nicht. Nee. Ach so, warte mal. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe es auch irgendwie schon kapiert, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ja, oder? Auf die Kreise kannst du auch. Ja, aber da passiert irgendwie nichts. Finde ich. Du kannst halt in der Mitte. Also den äußeren. Den äußeren kannst du alleine drehen. Wenn du. Also den äußeren. Den äußeren kannst du alleine drehen. Die anderen. Ja, dann kann ich irgendwie nur zusammendrehen. Ja, ja.
Ach du meine Güte. Das ist halt doof, wenn du nur. Ah, ich habe eine Idee. Also, warte mal. Schon. Und Das wir Problem, man kriegt drehen. diesen inneren Kreis irgendwie nicht geschoben. Ja, den musst du auch nicht. Du musst nur die anderen drei, die kannst du drehen. Der innere, der kann so Ja, aber bleiben, wie die er anderen ist. drei kannst du ja nur entweder gemeinsam Nein, oder mit eben dem. nicht. Guck mal ganz genau. Wenn du den inneren drehst, also den gelb, ich sag mal gelben, dann drehen sich zwar alle, aber der orange und der gelbe bleiben zusammen. So, wenn du den orangen drehst, dann dreht sich der gelbe nicht Stimmt. und nur der Stimmt. graue und der orange. Und den Stimmt. grauen kannst du alleine drehen. Ja, der ist für mich braun. Ja, ach mein Gott. Aber ist halt die Frage, wie, ne? Wo ist Ziel, wo Start, wo ist Ziel? Ja, ich würde erstmal in der Mitte starten. Also in der Mitte. So, guck mal, so zum Beispiel, wer könnte man das machen? So, was haben wir denn da? Und du kannst halt auch. Ich hätte jetzt einen Weg. Aber es muss ja nur einen Weg ergeben, ne? Weil ich hätte einen Weg. So, warte. Ich auch gleich. Guck mal, das wäre der Weg, den ich habe jetzt. Warte, ich guck mal eben bei. Ja, auf dem Handy über Twitch. Das wäre das, was ich jetzt hätte. Nee, da wollte ich doch gar nicht rein. Das wäre das, was ich jetzt Das war der hätte. falsche Livestream. Ja, es kommt davon, oben sind immer die, die am meisten Zuschauer haben. Ja, okay, ich habe einen anderen. Aber das wäre das, was ich hätte jetzt. Das sind sogar zwei Wege, also einmal von der, also die kommen beide bei einem Ding raus. Ja, bei mir auch, aber ich hab's komplett anders. Warte, ich schick dir mal ein Foto davon, warte. Handy, was machst du mit mir? Danke. Wo hast du mir das geschickt? WhatsApp. Ja, aber was hat das mit den Einzelmosaiken zu tun und das ist Aber das, warte was mal, mit so ein bisschen. dein Ding, also wie hast du den mittleren denn gedreht? Weil dein mittlerer steht anders als meiner.
Ich bin mit dem ganz rechten gegangen. Also nicht das, was du jetzt hast unten, dieses nach links, die unten aussieht wie ein Pfeil, sondern nach rechts. Ach, du musst die alle lösen, glaube ich. Oder? Du musst die alle lösen. Du musst die alle lösen. Okay, du hast mehrere. Du musst alle lösen. Okay. Du musst die alle lösen. Und da musst du die irgendwie. Und da musst du die irgendwie. Da ist ja irgendwas mit plus das und das. Also der Kreis plus der Kreis. Verstehst Ich du? muss da unten aufwählen. Du musst die alle lösen, okay. Hoch. Oha. Oha. Ja, ganz viel Liebe an euch, ganz viel Liebe an euch. Ach so. Ja. Also wenn ich von dem, was ich jetzt habe, dann habe ich einmal oben in der ersten Reihe dieses zweite. Aber das untere, wo ich unten ankomme, das passt mir jetzt so mit zu. Irgendwie komischerweise. So. Mal gucken. Oh, ich mag sowas, wo ich hier rätsel. Komme ich auf den? Wieder. So. Ach, guck mal. Wenn du einen Weg gefunden hast, Zoe, Ja. wenn du einen Weg gefunden hast, kannst du unten auch Kreise auswählen. Ja. Das habe ich auch schon raus. Und was mir jetzt gerade auffällt, ist, wenn du diese Dinger wechselst, du kannst ja über die Pfeile unten kannst ja wechseln. Da bleiben trotzdem die Wege bei den anderen. Es verschiebt sich Ja, nicht. genau, ja. Ich weiß. So, das wäre Das das. wäre. Aber manchmal gibt es dazu gar keine Dinger. Doch, Ist du auch musst komisch. gucken. Du musst gucken. Was du, glaube ich, gucken musst, ist, bei welchen beiden Kreisen die rauskommen und dann musst du eine Kombination aus den beiden hier unten auswählen, verstehst du? Ich weiß. Grün, etwas hell, dann wieder dunkel.
So, also warte mal. Der helle und der ergeben. Was ergeben die? Also, der und der. Eins plus eins gleich drei. So, das müsste der sein, glaube ich. So. Wenn ich jetzt den zweiten nehme. So, die zweite Geschichte. Aber da kriege ich nur einen raus. Warte mal. So, genau. Genau, so und der und der. Nehmen wir mal kurz alle ab. Was ist denn, den wir schon? Na komm schon. Nein, das ist an sich schon. Das müsste. Warte, ich brauch mal kurz einen. Der hier sein. Glaube ich. Ich muss mal eben mein Bild bearbeiten. Ups. Das ist ein bisschen groß. Nee, alles gut. Ich habe ein bisschen groß. Ich war ein bisschen ups. Ich habe ein bisschen groß gedacht. Speichern. Dann einmal den. Weil ich habe mir die jetzt abfotografiert mit dem Handy und mache mir gerade Linien dran.
Ihr könnt ja schon mal weiter knobeln. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Bis gleich. Mach das. Bis gleich. Ja, was mich einfach an der ganzen Situation irgendwie gerade so ein bisschen stört, ist, du hast halt bei dem dritten, du fängst halt an, außen hell und dann wirklich dunkel, 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 etwas heller und dann dunkel, aber du hast das nirgends auf der Dings. Ich glaube, der Lösungsansatz, wie wir das machen, ist schon richtig. Nur irgendwie komm ich nicht auf ein Ergebnis. Weil die drei Lösungsdinger habe ich hier. Einmal den. Einmal den. Einmal den. Also ich habe alle drei Formationen raus, nur ich habe so dieses, ich verstehe nicht. Es steht 1 und 1 gleich 2. So, das Problem bei mir ist aber, dass ich zwar bei dem dritten beispielsweise, da, ich weiß nicht, welches, ja, Valenz hat, glaube ich, gerade dasselbe offen wie ich, als wir, dass du bei dem ersten Teil hast ja so, wenn du von diesem Kreisen guckst, hast du einen hellen Kreis, dann drei dunkle, einen he etwas helleren und wieder einen dunkleren. Das Problem ist aber hier unten auf der Liste, wo diese 2, 4, 6, 8, 10 Kreise sind, ist der nirgendwo drauf. Das ist mein Problem. Wahrscheinlich gemeint, waren ohne dass man jeweils Mach mal dich 30. auf laut, damit man dich auch hört, Jack. Ja, ich denke mal, dass wir vielleicht, es sind drei Kreise zu drehen. Es sind drei zur Auswahl. Dreimal. Dass wir dann dreimal von jedem Kreisteil einen davon drücken müssen. Dass wir hier zum Beispiel den dunkelsten drücken müssen. Bei dem letzten. Beim ersten, den helleren, damit beginnt das. So wie hier, guck. Das ist der, wo es beginnt. Den müssen wir drücken. Da ist der dritte, nachdem wir die drei Kombinationen gemacht haben. Ersten, zweiten und dritten. Und dann öffnet sich das vielleicht. Da soll sich nichts öffnen, du sollst Ja, irgendwie oder irgendwie plöppt dadurch was auf, keine ableiten. Ahnung. Dass wir zum Beispiel den hier als erstes nehmen müssen. Weil wenn er hier bei dem ersten, wo die Pfeile, das Ding doch so zeigt, die Teile doch so zeigen, da hast du ja als erstes, weiß nicht, was du als erstes so was nennen kann, etwas hell, dunkel, hell und dann ganz dunkel. Das hier auch schon nicht bei. Ich denke mal, das ist der.
Und dann hast du Der halt dieses dunkel, dunkel, zweite etwas hell, dunkel. ist der. Ist der hier. Der dritte ist der dunkelste Kreis. Warte mal. Nur mal doof gesponnen. Warte mal. Das ist dunkel. Das ist da nirgends vorbei. Ich glaube, ich habe was. Das ist Aber ich gut. bin mir gerade unsicher. Also, wie ich gesagt habe, dass wir dann auswählen müssen. Was passt nicht? Also wenn einer von euch eine Idee hat. Hell, dunkel, 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 also noch einmal dunkel. An den Kreisern, da scheitern wir jetzt dran, unten mit den Kreise drücken. Die Wege so, die haben wir schon Ja, die erkundet. Wege haben wir. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe das ja nebenbei. Die Kreise, manche Manche Kreise Kreise sind sind einfach einfach unten unten auf auf diesem diesem Teil Teil gar gar nicht nicht zu zu sehen. sehen. Ja. Weil was mir auffällt Bei bei dem dem ersten, ersten, das das nach so geht, nach rechts, dieses. Also Also das das Entgegengesetzte Gegengesetzte von von dem, dem, wo wo jetzt jetzt Michelle drin ist. Ja. Da Da haben haben wir wir ja ja dunkel, dunkel, etwas heller, dunkel, hell, etwas, nur noch mal dunkel. Das ist ja schon nicht dann dabei. So, ich dann habe da haben eine wir ja Idee. das, was unten ist, das Was? etwas hellere. Ich habe da mal eine Idee, warte mal. Ich glaube, uns wird das hier praktisch schon gesagt, welche wir drücken müssen. Bei jedem Kreis müssen wir zwei drücken, vermute ich. Ja, bist du sowieso das Ding hast. Die beiden drücken, die uns die Wege zeigen. Bei jedem. Ich versuche das mal, warte. So, welches habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier die Wege doch richtig eingesetzt. Seitdem du mir hier. In... haben wir's. Da haben wir's doch. Das ist der Seitdem ich was richtige. hab, So. sprich dich aus, Geht Chicken. gerade nicht, konzentriere mich. Den drücken. Und den haben wir ja gar nicht. Okay. Muss das schon mal. Ja, genau, das ist ja mein Problem. Du Hast hast du jetzt das das gleiche gleiche Problem Problem wie wie ich? ich. Durch Mist. Das gleiche Problem, was ich auch habe. Einen haben wir davon auf jeden Fall.
So. Und? Ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die problematisch Wieso, was sind. ist problematisch? Ich suche gerade den Lösungsweg. Bloß, Wieso? wir Also. sollen ja Genau. verschiedene Mosaike dann auswählen und drücken. Genau. Bloß So. diese verschiedenen Mosaike sind nicht da, wo sie sein sollten. Wieso, du In der musst unteren unten, Auswahl. in der unteren, du musst die zwei, wo die Wege drauf sind, miteinander kombinieren. Und Ja, dann suchen wir mal. eine Kombination aus dem nehmen, wo der rauskommt. So, da müssen wir schon mal gucken. Das könnte zum Beispiel der sein. So, warte mal, wir machen mal die anderen alle aus. So. Okay, der nicht. Der auch nicht. Warte mal. So. Damit den. Der kommt. Ja. Der müsste doch passen hier. Oder? Ja, da müsste theoretisch. Warte mal, der. So, warte mal. Ja, der müsste da theoretisch. Warte mal. Ach, warte mal, ich habe noch gar nicht. Ach, ich bin ja auch doof. Ich muss erstmal den Weg hier fertig machen. Warte mal, oder? Ne, warte mal. Ne, ich habe den Weg noch gar nicht fertig. Warte mal, ich muss erst den Weg, oder? Doch, ist der Weg fertig? So, da und da. Doch, der Weg ist fertig. Doch, ja. Also Fängst ich brauche unten links, den ja, und gehst nach und oben. den. Den und den brauche ich so. Also brauche ich einen. Den von außen. Vielleicht der hier. Ja, aber der Pöll, warte mal. Oder müssen wir einen anderen Weg finden? Das ist die Frage. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg, der passen würde? Das ist die Frage. Zum Beispiel den äußeren hier mal drehen. So, guck mal. So, dann hätte ich noch mal. So. Nee, dann passt aber nur einer. Okay.
Gibt es hier noch einen anderen Weg? Das ist die Frage. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass sie versuchen, eins zu verhohnepiepeln hier. Sonne. Nee, okay. Seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Ich klicke jetzt erstmal unten. Habt ihr denn bei den anderen beiden die gleichen Kreise raus? Ja. Ja, ich habe überall dasselbe wie du. Also auch hier meine ich, in der Region hier. Also ich komme mit den kleinen Feldern unten nicht weiter. Ich habe jetzt hier bei den alles immer zwei durchprobiert, mit oben und unten, jeweils andere Reihenfolge. Ja, wir sollten es vielleicht mal abgleichen, weil das Problem, ihr seht vielleicht auch mehr als ich. Also ich habe das jetzt einfach mal so... Ich kann dir mal alle drei Dinger schicken. Das eine hatte ich dir ja schon, glaube ich, geschickt. Ja. Welches war das? Aber bei dem einen kamst du da nicht weiter, hast du gesagt, ne? Nein, das wollte ich nicht. Ja, also bei denen sind wir alle gleich. Warte, ich schicke dir alle drei mal. Per WhatsApp. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein richtiger Dings angekommen ist. In richtiger Reihenfolge. Bloß bei den unteren, da habe ich auch alles Mögliche geklickt und kombiniert, aber da komme ich beim besten Willen nicht weiter. An den Feinheiten scheitert es wieder. Jetzt geht's los. Oh, Sivio, vielen, vielen Dank für dein Wait. Hallihallo, schön, dass du da bist. Und hallo, Wader, schön, dass ihr da seid. Und alle, die hier bereits rumhängen. Habe ich mich erschrocken? Ihr könnt gerne ich habe jetzt gedacht, Michelle hätte jetzt irgendwas gefunden. Ihr könnt gerne mal bei Sivio vorbeischauen, und wenn euch sein Content gefällt. Ist ein richtig lieber junger Mann. Lasst ganz viel Liebe da. Ach, mir geht's prächtig. Wir sind gerade hier ein bisschen am Knobeln und ein bisschen am Verzweifeln, so ganz leicht Pipi in die Augen. Dreck! Du einfältiger Riese! Aus dem Weg, mit dem werde ich allein fertig. So, Stinkebein. Nö.
Erinnerst du dich an unser letztes Treffen? So was Schönes habe ich nicht. Auge um Auge. So. Weise Worte sind das. Weise Dann zeige ich mir mal, was du zeigen wolltest. Erstmal hallo an alle Raider. Du hast die Linie da schon raus, ne? Ja, ja, ich vermute mal, weil das alles die gleichen sind. Bei dir, bei Valianz und bei mir. Wenn du hier die Teile hast, hier und hier. Ja, ja, das habe ich ja schon versucht, aber die... Nicht wirklich, also irgendwie bin ich da auf den falschen Drücker gekommen, weil der hier, der hat keine Ähnlichkeit mit den anderen. Und der obere Dunkel. Ja, wir tun uns gerade auch ein bisschen schwer. Der ist das hier. Nein, nein, oder? Der ist das nicht. Nein, nein, der muss etwas heller sein. Wir können das nicht so sehen. Ja, dann. Dann nur er dir. Der erste ist dunkel. Ah, ich hab's gerade. Ich juck's gerade. Das ist aber sehr gut. Da freuen sich alle Zuschauer, dass du dich juckst. Deine ist ja hell. Uns juckt das nicht, dass du dich juckst, ne? Hell, dreimal dunkel, ne? Ja, so wie es hier ist, außen ganz hell. Dann zweimal dunkel, in der Mitte so halbwegs hell und unten in der Mitte dunkel. Okay, okay, mein Lieber. Die sind miteinander verbunden. Ist dunkel, etwas heller, dunkel. Und ja, ja, so eine Mischung. Vielen ja. Dank nochmal für deinen Raid. Und schön, dass ihr da seid, liebe Raider. Ist leider keinem dabei, der passt. So, der andere ist hell. Warte. Ja, ich versuche mein Bestes. Und außen hell und innen dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Dann kommt irgendwann nochmal kurz. Ist auch nicht dabei. Aha, links, ja, jetzt gehen wir auf das andere. Ja, das hier. Da habe ich beispielsweise raus. Hell, etwas dunkler, hell, etwas dunkler, Kreis. Was in der hell, etwas dunkler, in der zweiten Reihe, das erste. Ja, ja, soll der sein? Den ergibt das irgendwie. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie rum. Ja, ich denke mal, dass wir die dann, die praktisch zusammenlegen müssen. Wen muss ich zusammenlegen? Die Kreise. Eine Mischung aus dem ersten Kreis, wo es anfängt, und den zweiten Kreis, wo es endet. Alles steht hier eins. Dass wir die immer zusammenkreiseln müssen, praktisch vom Aussehen her. Ja, wieso? Du musst gucken, du musst da, wo, Farbe wo die... Ja, du musst aus dunkel, dunkel bleiben. So, bitte mich, ich kann nicht gleichzeitig hören. Ach komm, macht ihr mal. Ist ja dunkel. Okay. Ganz einfach, du hast den ersten plus den zweiten Kreis, also den Kreis, wo es anfängt. Mit dem Muster des zweitens kombinieren und unten auf der Fläche suchen. So meint Zoe das. Ja. Um das mal so zu erklären. Zoe, geh mal rüber und erklär das mal über dein Headset. Meine Erklärungen sind wie mal Flashware. Nee, ihr macht das schon. Hauptsache, wir kommen da jetzt irgendwo, wir kriegen da irgendwo raus. Ich steig da gerade nicht durch, was du von mir willst. Ich habe euch 40 Mal versucht zu erklären, was ich denke, aber da ist keiner wirklich drauf eingegangen. Also. Doch, ich hab's gehört, ich hab's vernommen und ich bin auch drauf eingegangen. Bloß, wenn da ein Raid dazwischen kommt, ist es dann so eine Sache, weil der Raid will ja auch begrüßt werden. Das hatte nichts mit dem. Egal. Ja, ist alles egal, gut. Hast recht. Alles egal, ist alles gut. Da ist jetzt die Jalousie und Zoe erklärt jetzt mal weiter. Was soll ich erklären? Hör dir erstmal an, was Wally meint. Und nein, dann es ist alles gut. Alles gut. Ja, Hauptsache, wir kommen jetzt hier ein Stück weiter. Wir kommen immer ein Stück weiter, das weißt du. Ich bin jetzt von dem letzten ausgegangen. Ja, du musst halt von den Endpunkten, die musst du quasi im Kopf zusammenmischen und den richtigen wahrscheinlich auswählen. Genau. Ja. Ja. Nein, ich wollte nichts runterladen. Ah, ich habe noch eine Idee. Also du musst ja hier den richtigen anklicken, ne, Zoe? Mhm. So, und dann musst du wahrscheinlich gucken, dass du hier noch einen anklickst, damit du das... Was ist... Da drunter kommt doch noch ein Muster raus. Verstehst du? Da drunter kommt ja noch ein Muster. Also da
Hier drunter ist ja immer ein Muster. Hier unten, bei dem zweiten ist so ein graues Muster. Bei dem dritten. Bei dem ersten ist ein graues, bei dem zweiten ist so ein helleres. Vielleicht musst du da nochmal kombinieren, kann das sein? Also, dass du halt den raussuchst, der am Ende, ne? Und dann einen zweiten raussuchst, der, damit dieses Muster hier unten entsteht. Das wäre so meine... Meine Idee, aber ich habe keine Ahnung. Zum Schluss muss das ja auch wieder einen Kreis ergeben, der auch wieder diese sechs Farben hat. Also der die helle, die etwas dunkle und die dunkle Farbe drin hat. Das war zu weit. So. Bei den Cromwells jemals der Zeitpunkt ist, den Verstand zu verlieren, dann jetzt. Ja, Notfall müssen wir gleich in die Lösungshilfen reingucken. Andere, ne? Andere Chance haben wir dann nicht. Also ich wüsste jetzt halt auch nicht weiter. Eins und eins ergibt gleich drei. Dunkel, dunkel, etwas heller, dunkel. Ist ja gar nicht bei. Dunkel. Das ist unten schon nicht bei. Nicht? Bei dem ersten. Dieses etwas
hell, hell und dann komplett dunkel durch. Ja, du musst halt dann gehst du ja die Linie weiter und bist ja oben bei dem dunkel, dunkel, etwas heller, dunkel, hell, dunkel. Du musst halt zwei Kreise so ein Schrott. Ich denke mal, das soll einfach sich dadurch, dass wir beide Kreise miteinander kombinieren, soll ein dritter Kreis rauskommen, der hier unten irgendwo mit bei ist. Genau, du musst die zwei Kreise kombinieren, ja. Ist halt die Frage, wie? Weil dunkel und etwas hell. Wäre für mich etwas hell. Dunkel und etwas hell wäre für mich etwas hell, ja, das ist. Ja, das ja. Wäre für mich das Gleiche, dass es etwas heller bleibt. Warte mal, wir müssen doch wieder. Warte mal, wir müssen doch wieder Dartscheibe denken, oder nicht? Dann denk mal, wie denkt denn eine Weil Dartscheibe? Sie denkt wie eine Dartscheibe. Okay. Ich wusste nicht, dass Dartscheiben denken können, aber okay. Ja, aber du weißt, was ich meine. Hin. Wir kriegen immer wieder neue Erkenntnisse hier. Dann wäre das ja etwas hell. Hell. Also mal gucken, was wir hier haben. Das etwas würde von heller. Der Logik her einfach nur Kacke sein. Haben wir hell. Etwas heller. Also nicht ganz hell. Hellbraun. Zart angehellt. Hm? Etwas hell, nicht zu hell, so zart angehellt. Witzig. Aber bei dem ersten wäre ich bei dem in der ersten Reihe dem dritten. Etwas hell, heller, etwas hell, dunkel, hell, dunkel. Wenn du jetzt von dem ersten ausgehst, das wo die Pfeile so sind. Jetzt wieder verstellt, schönen Scheiße. Bei dem ersten, wo du das Ding so hast. Ja, mach ich jetzt gerade wieder passend halbwegs. Okay. Da komme ich, auf etwas hell, hell, etwas hell, dunkel, hell, dunkel. Weil in der Mitte der braune Punkt verändert sich ja nicht. Eben. Der bleibt ja gleich. Mit den ersten nehme ich schon mal raus. So, Schrott. Das ist Logik. Ich glaube, da ist irgendwie ein Fehler drin. Gesagt, ansonsten müssen wir mal in eine Lösungshilfe reingucken, oder was? Das ist beim zweiten dunkel, etwas hell dunkel. Etwas hell. Ich habe das jetzt versucht, so gut wie es mit meinem Sehen geht, aber richtig etwas zu sein hell. Scheint das auch nicht. Ja, aber Andi, ne? Keine Ahnung. Ich meine, du kannst uns gerne helfen. Wenn du eine Idee hast, dann hau raus. Also bei dem zweiten ist ja dunkel, etwas hell. Hell. Etwas dunkel. Warte mal, ich glaube, ich habe die Lösung. Warte mal, ich muss aber erst kontrollieren, ob das wirklich so ist. Hell dunkel.
Er gibt auf. Na, beim zweiten habe ich jetzt raus, dieses dunkle. Dann geht das in dieses helle, also in das etwas hellere. Und dann ins helle. Dann das hellere. Das dunklere. Und dann ins dunkle wieder. Ich glaube, ich habe eine kleine, also wenn das hinkommt. Und zwar, ich bin jetzt bei dem zweiten, mit dem, wo die Pfeile ja rechts und links, wo du jetzt gerade bist. Ja, und bei dem ersten? Und bei dem Ding steht ja dunkel. Etwas heller, dunkel, dunkel, hell, dunkel. Bitte? Ja, da hast du, Jack. Und bei dem anderen, es heißt doch 1 und 1 gleich 3. Sozusagen, 1 und 1 gleich, ne? Geht's dir gut, Jack? So, du hast ja bei dem einen unten hast du ja dunkel, etwas heller. Und dann nehme ich mal an, wenn du das gemacht hast, dass du dann von dem anderen, wo das ja ankommt, dass du dann das Helle nehmen sollst. Heißt jetzt, welchen Kreis nehmen wir jetzt? Das müsste der, nicht der, also das ist der zweite von unten von der, da wo du jetzt bist. Ja, den habe ich quasi aktiviert, ja. Weil du hast ja dunkel, etwas heller. Sondern sollst du ja den hellen Kreis nimmst du ja von dem, was ja. Komm mal her, Jack, damit du es auch verstehst. Du musst das einnehmen, das momentan gerade einlösen, eher. Einleuchten mal. Du hast hier diesen dunklen und diesen etwas helleren. Ja. Und sie sagt ja, dieses Ding so, wie man Gold, bla bla bla. Das ist ja 1 und 1 gleich 3. Ja. So, die beiden. Gehst ja hier lang, dann kommst du ja hier oben, ist ja der helle. So, und dann musst du ja wieder 1 und 1. Das heißt, du hast die dunkel, hell, etwas heller, hell, gehst dann davon 2, etwas heller, dunkel, und kommst dann auf den. Ich habe ja schon die Vermutung gehabt, dass wir den von da hinten. Und was ist mit dem ersten? Was ist mit dem ersten Kreis? Von da hinten und in der Mitte zusammenführen. 1 plus 1 gleich 3. Ja, ja, genau, das meine ich jetzt gerade. Das erste ist ja hell, also etwas heller. Jetzt muss ich. Das ist. Ja, ich habe den dritten Kreis. Ich kapier's nicht. Du kommst mir hier mit hell und hell und ich hab nicht den, so hell und. Ja, du siehst das gerade ein bisschen schlecht. Ja, nein, deshalb am besten sag mir, welche Kreise ich. Hier der in dem ersten ist oben der dritte, also der mittige. Ja, den hatte ich auch. Den hatte ich auch. So, und bei dem dritten. Hab ich raus hell? War das jetzt hell? Ich weiß gar nicht mehr. Moment, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Fängst ja mit dunkel. Hey, warte mal, da fängt man hell. Aber hier muss ja irgendwas passieren, oder? Dunkel. Irgendwas muss hier ja passieren. Die Frage ist, was. Aber hier passiert ja nichts, also. Ja, dritte müsste der. Muss ich erstmal gucken. Müsste hell, etwas dunkler. Oh, jetzt muss ich es erstmal gucken. Alles gut.
hell, was dunkler, dunkel. Das ist ja schon mal nicht. Dann dunkler, dunkel. Bei dem dritten, das ist der vorletzte unten. Den hast du, glaube ich, gerade schon angeklickt. Mhm. Ja, aber dann müsste ja jetzt hier irgendwas passieren, oder? Aber hier passiert. Also bei ja mir nicht. Ist was passiert. Was denn? Bei mir kam eine Nachricht hoch jetzt gerade. Bei mir nicht. Der dritte ist. Dann habe ich irgendeinen falsch der angeklickt. Der dritte. Oh, dieser Scheiße hier. Mit dem Gucken, ey. Dann habe ich irgendeinen falsch angeklickt hier. Danke, Jack. Digga, da muss ich jetzt alle durchgehen, irgendwie, keine Ahnung. Warte. Hallo? Ja. Ja, irgendeinen habe ich falsch angeklickt. Der dritte ist hell, etwas dunkler. Also, den ersten haben wir ja gesagt, ist etwas dunkel. Hell, etwas dunkler. Der zweite war ja der dunkel, etwas hell. Bei diesen ganzen Farben, Alter, ich komme durcheinander. Oh, da wird's bekloppt bei. Der dritte ist hell, etwas dunkler. Dunkel. Hell. Kann ich gleich machen, Jack, ja. Hell, etwas dunkler, dunkel, hell. Der letzte ist in der zweiten Reihe der vorletzte. Ja, aber irgendein muss. Also ich wiederhole es nochmal. Ich, Behinderter. Das sind Sehbehinderter. Die. Ja, aber warum kommt dann hier nichts? Hast du irgendwelche anderen noch angeklickt? Bis auf die drei? Weil es dürfen nur die drei, die ich jetzt gerade genannt habe, angeklickt sein. Ich müssen die alle. Ich guck gerade. Ich mach davon mal ein Foto und schick dir das. Ja, das bringt mir ja nichts. Wenn ich hier irgendwas Falsches angeklickt habe, dann. Ja, dann siehst du, welche ich geklickt habe, dass du die bei dir anklicken kannst. Darum geht's mir. Ja, aber du siehst doch, welche ich an. Egal. Oh. Wir müssen den Zuschauern das ja auch irgendwie zeigen. Wenn ich da nicht hinkomme, dann haben wir ein Problem. Ach, ich bin doch blöd. Ich brauche das doch nur. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Auch doch nur bei meinen Bildern das ankreuzen. Der erste war der von unten, das ist der hier. Arbeiten. Der hier. Ja. Da kannst du mal einen Zettel für mich bei dir irgendwo liegen.
dass ich mir das selber eben mal. Danke. Also, dann kann ich ihm das nämlich schicken. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Dann der etwas hellere. Hell, etwas. Heller, hell. Etwas heller. Dunkel, hell, das ist der am ersten. Eins, zwei, drei, fünf. Das zweite ist hell. Hell. Etwas. Das müsste der sein. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Ich weiß gar nicht. Okay. Ich weiß nicht wie, frag mich nicht, ich habe keinen Plan. Aber ich habe die Nachricht. Ich habe einfach wild hier rumgedrückt. So, was steht denn da? Das ist meistens halt so. Was steht denn da Schönes? Es rummerte, dann fuhr ein Stück der Wand zurück und gab den Schutz von Ruben Herzele freier. Frei. Eine vollständige Sammlung der Krimi-Briefe, Crime Letters. Dies war also sein größter Schatz gewesen. Erst waren wir über dieses Ergebnis enttäuscht, aber dann begann Alicia lauthals zu lachen und konnte nicht mehr aufhören. Nach unserem Kenntnisstand hat sie das Erbe nun doch angetreten und will Ravenwood Manor zu neuen Glanz verhelfen. Ah ja. Na dann. Puh, wenn sie meint. Also das war dann der Schatz. Ja, dann. Dann haben wir ja, glaube ich, auch noch einen Fragebogen, ne? Mhm. Oh Mann. So, also der Fragebogen. Zur vierten Mail. Wie stieß Constanze Beckett nach vielen Jahren auf den Verbleib ihres Mannes? Sie hörte eine Beschreibung des Butlers von Emma Garberg. Das Team eines Lokalsenders filmte den Vorgarten von Ravenwood Manor und wurde vom Butler vertrieben. Sie entdeckte das Bild im Todesartikel von Ruben Herzele oder sie trafen sich auf der Beerdigung. Ja, mit dem Bild, ne, oder? Sie entdeckte das Bild im Todesartikel. Ja, genau. Wie viele Kreise am Mosaik müssen gedrückt werden, um den Zugang zum Schatz freizugeben? Okay, Iceman, schlaf gut. 6. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Gute Nacht. Drei waren es, ne? Ja. Drei. Ja, drei Stück. Um was handelt es sich bei dem Schatz von Ruben Herzele? Wertgegenstände aus Constanze Beckets Besitz, ein Goldklumpen, ein Kuscheltierbären oder vollständige Crime Letters Sammlung? Da komme ich jetzt nicht drüber weg, Alter. Na dann. Goldabzeichen der Polizei Disturbia. Eine tadellose Arbeit, die ihr geleistet habt. Disturbia kann froh sein, eine so kompetente Detektei zu besitzen. Trotz aller Hindernisse habt ihr jederzeit den Überblick behalten. Wir sehen uns doch zum nächsten Fall wieder, oder?
12 von 12 Fragen ja. richtig beantwortet. Mhm. Gut. Dann. Also, wer würde da als Antwortmöglichkeiten Bücher von Jack Tango stehen, würde ich, glaube ich, erstmal ins Essen spucken vor Schreck. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, nice. Damit haben wir es geschafft. Wunderbar. So, wie geht's jetzt weiter, Kinder? Jo, eigentlich wollten wir ja GTA machen. Aber? Nix aber. Gibt's ein Aber. Stimmt, das war eine schwedische Band. Ja. Andi, da hast du zwar irgendwo recht, dass das schieden ist, wenn man in die Lösungshilfe guckt, aber wir haben es ja jetzt nicht in dem Fall. Aber manchmal kommt man einfach nicht weiter. Dafür gibt es die Dinger ja auch. So, ich starte schon mal GTA 5 und versuche reinzukommen. Gut, dann gibt's jetzt GTA, also wunderbar. Ich versuch's zumindest. Ob's mir gelingt, weiß ich noch nicht. Ich muss meinen Controller erst aufbauen. Du musst den Controller erst aufbauen? Ja, ich muss ihn erst aus der Höhle rausbauen. Hast du eine Bauanleitung dafür? War nur. Nicht, dass das hinterher nicht klappt. Wäre ärgerlich. Ach, Quatsch. Nein, ich muss erst aus der Höhle wieder rausholen. So, meinen schönen alten PlayStation 3 Controller. Aber komm, damit kommst du gut bei GTA klar. Naja. Du schließt schon mal alles, was ich nicht brauche. Rockstar. Stimmt, dafür sind wir diesen Monat durch, ja. Ja. Das haben wir schnell geschafft. Das ist natürlich der Nachteil. Ja. Das ist natürlich der Nachteil, ja. Ja, sonst mussten wir mal warten, bis die Briefe da sind. Bin ja mal gespannt, wie die das dieses Jahr mit dem Adventskalender machen. In einem Tag durch. Pro Stunde ein Fall. 24 Nein. Stunden. 24 Fälle. Das nicht. Wir haben das ja letztes Jahr auch gut gemacht. Ja, wenn es da einen Adventskalender gibt, heißt es, ne? Ja, und ob es den als auf Papierform gibt oder als E-Mail. Das sehen wir dann. Ne, das war falsch. Das ist PC. Jetzt muss ich mir erstmal wieder in die Steuerung reinfinden, nachdem ich gestern, wenn das war, mit Minecraft beschäftigt war. Oh, vorgestern. Das ist bei mir nicht das Problem. Ich muss aber erstmal in den Online-Modus reinkommen, so wie vorgestern. Seid ihr auch alle noch ein paar Jährchen jünger? Das hat damit nichts zu tun, Jack. Mit der schnellen Umstellung von einer Steuerung zur nächsten, Tastatursteuerung, das meine ich. Aber ich muss erstmal überhaupt erstmal in den Online-Modus. Ich war gerade in meiner Dings und dann ist abgestürzt, war ja klar. So muss das sein, Leute. Du hast das Schreck noch, das ist genau dasselbe wie früher mit dem Fernsehserien, wo man eine Woche lang auf die nächste Folge warten musste. Und heute kann man alles hintereinander wegstreamen. Ja, stimmt. Laut Binge-Watching heißt das ganze Gedöns da. Ich gebe Story-Modus rein, fertig. Das klappt ja meistens.
Aber Corsa, interessant ist es dann, wenn es immer an der spannendsten Stelle mal aufhört. Man dann immer noch eine Woche warten muss. Ja, würde ich sagen. So. Nicht, dass uns die Hacker sofort 20 Mal an einem Stück hinterher wachteln. Ja, aber dann haben wir mehr Ruhe. Das auch. Darum geht's. Und falls GTA nicht funktioniert, haben wir immer noch Plan B und C. Aha. Okay. Was denn? Golf oder Fall Guys? Wo ich so zusammen muss, als ich Mittwoch mit Fall Guys begonnen habe, ist mir Fall Guys abgeschmiert, mitten im Spiel. Das hatte ich auch gerade. Aber wieso, am Anfang. Wieso soll GTA nicht funktionieren? Also? Ja, letztens hat es bei Soul doch nicht ich geklappt. Bin Mittwoch haben wir erst mit Fall Guys ja angefangen. Dann wollte ich hinter auf GTA online rüberspringen und kam nicht in den Online-Modus rein. Okay. Sie kam rein, aber ich nicht. Also ich bin drin. Schön. Ich bin geduldig. Ich auch. Ich bin direkt auf den Online gegangen. Mal gucken, ob ich drin bleibe. Das hat ja bei mir eben nicht geklappt. Aber ich scheine jetzt auch drin zu sein. Ne, jetzt hat mich wieder rausgehauen. Spielen. Herausforderung für den momentan Stunden. Nö, da habe ich keine Lust drauf.